Nein, wir müssen doch nicht hoch, wir müssen hier runter. Dann gehen wir wieder runter. Gut, dann schauen wir mal, was sie möchte. Fällt natürlich gar nicht auf in der Stadt, so ein riesen Assassinentempel. Wobei der schon echt cool ist. Ach, da kann ich nur. Die Markierungen kommen mir bekannt vor. Auch das Material ist mir schon einmal begegnet. Genau wie der Edenapfel. Antike Technologie der ersten Zivilisation. Sieht schon echt geil aus. Na, wo bin ich jetzt? Im Ladebildschirm oder? Sieht fast so aus. Seid ihr verletzt? Gebrochener Fuß. Wie ist euer Name, Bruder? Altair, Sohn des Umar. Umar? Ah ja. Ein guter Mann, der starb, wie er lebte. Mit Ehre. Altair! Wir wurden verraten. Der Feind hat die Burg im Sturm erobert. Das verheilt. Und Al-Mualim? Wo ist er? Er war im Innern, als die Kreuzritter durchbrachen. Wir können nichts mehr für ihn tun. Altair, wir müssen hier weg! Sobald ich das Tor schließe, fallt ihr den Kreuzrittern im Dorf in die Flanke und treibt sie zur Schlucht. Das schafft ihr doch niemals! Abbas, keine Fehler. Altair, der Helden aus dem ersten Teil. Der Held aus dem ersten Teil. Ich glaube, ich möchte die versteckten Klingen, mit dem spiele ich immer noch am besten. Und irgendwie am liebsten. Da ist ein bisschen mehr Geschwindigkeit im Spiel. So, was müssen wir machen? Alle Templer niedermähen. Ey, der schießt mit dem Pfeil und Bogen auf mich. Hau ab. Aber was ist denn los jetzt? Hau doch zu. Was macht er denn? Naja. Geh mir auf den Zeiger hier. Wo ist denn der Kaschball? Ja, und klettern kann er auch nicht, oder was? Hoch mit dir. Hol mir den Schützen hier runter da. Ja. Ganz stark. Ich hab nichts zu heilen dabei wahrscheinlich, oder? Doch, hab ich. Ah, Wahnsinn. Gott, ist das peinlich. Wo ist er jetzt? Jetzt ist er weg, oder wie? Ich bin auf deinem Freund. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Hallo, ich stehe hier vor dir. Ach, das sind... Ha! Die gehört zu mir. Der passt hier nicht her, oder? Zu viel Kaffee? Nix Kaffee. Dann laufen wir wohl weiter und schauen mal, wen wir hier über den Haufen kloppen. Stirbt der Templer. Na, plündern können wir sie nicht. Okay, würde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht machen, das wäre jetzt zu viel Zeit. Dum, 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 dum.
Gut. Schauen wir mal, weiter geht's. In Richtung oben. Zack, hey, die haben die ganzen Häuser angezündet. Geht doch mal gar nicht. Mit der Lanzenträger. Was war denn das gerade? Sensenmann. Ich komm nicht weit. Ich wäre ja vorhin fast draufgegangen. Das heißt, ich möchte, dass ich nicht weit komme. Man muss nur richtig blocken, dann haut's hin. So, und wer bist du? Hallo? Lass ihn in Ruhe. Lass ihn nicht entkommen! Ja, das hat deine Vorgänger auch gesagt. So, ein Treten? Okay, dann treten wir den. Und blocken. Und schlagen. Läuft wie im Schnürchen. Gut, dann laufen wir da weiter. Verpiss dich. Dann treten wir dich halt auch wieder. Zack. Ja. Pech gehabt in deinem Fall, ne? Ich überblick grad gar nicht, wer zu mir gehört und wer nicht. Allerdings hier müssen wir auf dem Pfad. Sind wir eh gleich da? Den Kreuzritter unentdeckt eliminieren. Unentdeckt auch noch. Noch ein Schritt und euer Mentor stirbt. Ihr kommt nicht mit dem Leben davon, Verräter. Nein, ihr missversteht. Ich bin kein Verräter. Denn ich kann nur die verraten, denen ich einst treu war. Ihr habt eine Lüge gelebt. Das macht euch noch erbärmlicher. Jetzt ruft ihr euren Schoßhund, um euch zu beschützen? Ihr enttäuscht mich. Warum teilt ihr nicht mit allen, was ihr gelernt habt? Alle angegriffenen Bürger retten. Warum teilt ihr das wahre Ausmaß eurer Ambitionen nicht mit euren Brüdern? Wo ist euer Gemeinschaftssinn? Na, hier ein bisschen drüber, oder? So, hoch mit dir. Schauen wir mal. Al-Mualim haben wir noch. Dich ziehen wir gleich mal runter. Aber komplett unentdeckt. Was lacht nie so komisch? Gut, an den schleichen wir uns leise ran. Leise und Slow Motion. Und dann. Noch ein guter Mann ist tot. Hey, was machst du? Ihr schweigt weiter? Das überrascht mich. Ihr habt mich so viel gelehrt, Al-Mualim. Doch Geduld gehört nicht dazu. Sprecht oder ich schneide euch die Zunge heraus. Ich glaube, ich werde mich fast ein bisschen beeilen müssen. Wieder.